Du erquickst meine Seele, heißt es in Psalm 23. Wir alle kennen diesen Psalm sehr gut. Aber was heißt es genau, wenn wir von Gott sagen, du erquickst meine Seele? Was meinen wir denn damit? Die Seele, das ist ja der Ort im Menschen, wo wir unsere Empfindungen haben. Ein Ort der Lebendigkeit. Gott als unser Seelsorger schenkt uns Lebendigkeit. Und es ist sicherlich gerade in dieser Zeit, in der so vieles stillsteht um uns herum und in der uns selbst so vieles lähmt, nicht falsch, mal auf die Suche zu gehen nach dem, was unserer Seele Lebendigkeit schenkt. Was tut unserer Seele gut? Wenn wir das herausfinden, dann ist das auch eine Art von Gottesdienst, finde ich. Neben dem Gebet und der Andacht und der Bibellese, das sind natürlich alles Dinge, die unserer Seele sehr gut tun, gibt es aber auch noch andere Dinge zu entdecken. Für mich ist es zum Beispiel, dass ich es gerne bunt um mich herum habe oder auch an mir dran habe. Bunte Farben tun meiner Seele gut. Oder ich gucke aus dem Fenster und dann sehe ich die Vögel an den Futterstellen picken. 7 Stieglitze habe ich letzte Woche da entdeckt. Das tat meiner Seele gut. Ich habe nämlich Neues gelernt. Im Frühjahr wusste ich noch gar nicht, dass diese wunderschönen Vögel überhaupt in unserem Garten leben. Es tut meiner Seele gut zu spielen, habe ich festgestellt. Grenzüberwindendes Spielen tut mir gut, wenn ich nämlich mit meiner Tochter und ihrem Freund, der ist Engländer, zusammen Stadtlandfluss spiele. Per Videokonferenz machen wir das. Und zwar jeder in seiner eigenen Sprache. Und das ist dann oft sehr lustig, weil wir dann ja Flüsse kreieren, die nirgendwo auf einer Landkarte zu entdecken sind. Und wir behaupten steif und fest, in unserer Sprache gäbe es diese Flüsse aber. Schokolade essen tut meiner Seele gut. Was tut ihrer Seele gut? Begeben wir uns doch auf Entdeckungsreise und helfen wir Gott bei seiner Arbeit. Dann können auch wir nämlich eines Tages, wie in Psalm 23, sagen, du erquickst meine Seele. Oder wir können mit dem Propheten Jesaja sagen, in Kapitel 38 seines Buches lesen wir das. Siehe, um Trost war mir sehr bange, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen.